Wir sind in Sasbachwalden und wollen heute den Pfad 2 fahren sowie den Schwarzwald Trail. Gestern waren wir ja in Freiburg sind den Canadian Trail und die Borderline gefahren. Das Video ist schon online. Und ja, das Video von Pfad 2 Schwarzwald Trail kommt jetzt. Viel Spaß! Steffen fährt da oben lang, aber ich finde, es sieht irgendwie nicht so spaßig aus. Und los geht's. Das Anfangsstück scheint relativ flach zu sein. Jetzt ein bisschen flatter zur Sache. Alles gut. Ich hab sie wieder ausgespuckt. Ach, Drecksmücke. Hätte ich fast den Baum mitgenommen. Das war ein geiles Stück eben. Rot. Blau wäre recht. Oh. 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 Das sah gruselig aus. Wir sind jetzt von da gekommen und wahrscheinlich ist es so gedacht, so ein Hip-Jump und dann hier. Steffen ist gerade aus Weide. Mir war das zu steil, bin hier links abgebogen. Gut, dann fahren wir jetzt. Müssen wir jetzt hier weiter hin? So. Geht's hier weiter? Ah, das hat man fahren können. Gut, wenn man das erste Mal da ist, muss man sich das erste Mal anschauen. Hä, hey, wie ist das jetzt gedacht? Das habe ich jetzt gerade nicht kapiert. Das Hinterrad ist hier ganz schön weggedonnert. Nach Pfad 2 geht es hier nun mit dem Enduro Trail weiter. Ja, der Enduro-Trail ist dann doch sehr tretlastig, wurzelig. Wer sich austoben möchte und hat gute Kondition, kann den kompletten Enduro-Trail fahren. Wir sind allerdings nach der Hälfte ungefähr dann auf dem Schotterweg weitergefahren. Jetzt sind wir am Schwarzwald-Trail und jetzt soll es doch wieder bergab gehen. So, bin ich mal gespannt, was der Schwarzwald-Trail kann. Sehr steinig auf jeden Fall. Oh Mist, wo bin ich jetzt lang gefahren? Das Stückchen ist jetzt hier ein bisschen flowiger, nicht so viel steil. Habe ich ehrlich gesagt gerade nichts dagegen. Ich bin heute irgendwie kein Fan von Stein. Gestern auf dem Canadian Trail hat es echt gut geklappt.
Aber es ist halt nicht jeder Tag wie der andere. Schon sehr schotterig. Ja, das geht. Aber hier das Ende war sehr. Die Beschilderung ist manchmal nicht perfekt, daher ein kleiner Tipp, wenn ihr auf diesem Schotterweg seid, vorne rechts, berg hochfahren, ja, ihr seid richtig. Hui, hui. Wow, das sieht schon mal abgefahren aus. Man sieht halt von hier einfach nicht, wo es hingeht. Schon gruselig. War das rutschig. Oh, ich habe gedacht, jetzt macht mein Vorderrad schlapp. Oh, ey. Ja, das kriege ich heute nicht hin irgendwie. Oh, ich finde hier irgendwie nicht meine Linie. Ich mache ein Gestockel hier zusammen, ihr glaubt's nicht. Na doch, ihr seht's ja. Fürchterlich. Wo fahre ich denn eigentlich? Hab wieder mal nicht auf die Schilder geguckt, was? War, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich mache mir halt heute auch wegen jedem Pups in die Hose. In Freiburg hast du irgendwie voll easy deinen Laien gefunden, aber hier musst du vorher mal gewesen sein, finde ich. Ja, ich krieg's nicht hin. Es ist nichts Schlimmeres, wie ich gestern gefahren bin, aber ich krieg's heute einfach nicht hin. Mann, es ärgert mich. Das erste Stück vom Schwarzwald Trail war schon sehr anspruchsvoll, aber irgendwie für mich trotzdem machbar. Und ja, so das Mittelstück, da hatte ich irgendwie meine Probleme und ich habe mir wieder zu viele Gedanken gemacht. Wahrscheinlich hätte ich es fahren können, aber ja, ich bin einfach öfters mal stehen geblieben, habe mir das viel zu lange angeschaut und dann kam kein gutes Ergebnis dabei raus. Boah, was ein Steinfeld! Zum Ende hin hat es ja wieder besser funktioniert. Wahrscheinlich waren auch die letzten paar Abschnitte etwas leichter und dadurch ja, für mich einfach besser zu fahren. Oh, wie lang geht der Anliege? Puh. Da war mir kurz schwindelig vom Anliege. Also das kann ich gar nicht leiden, wenn so ein Anliege so mega lang geht. Jo, das war unsere Variante oder meine Variante von Fahrt 2. Den fand ich ziemlich cool. Den müssen wir wahrscheinlich nochmal fahren. Dann ist er richtig mega.
Zwischendurch Enduro-Stücke fahren, das eher so ja, Uphill-mäßig ist. Wer viel Kraft hat, kann das fahren. Und dann zum Schluss den Schwarzwald-Trail. Und irgendwie war das nicht so mein Tag. Oder der Trail ist einfach fürs Eimerfahren zu kompliziert und zu technisch. Und vor allen Dingen kam ich mit dem rutschigen Boden überhaupt nicht klar. Aber vielleicht hat euch das Video ja trotzdem gefallen. Und ihr wisst auf jeden Fall, dass es nicht für Anfänger ist. Man soll schon ein bisschen fahren können. Und ja, wir müssen jetzt den ganzen Berg hochstrampeln und ihr lasst mir hoffentlich einen Daumen nach oben da und den Abo-Button drücken und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schwingt euch aufs Bike und travel and ride. Bye bye. Bye bye. Ist das nicht schön? Wir konnten direkt neben den Bikes schlafen und jetzt gibt's Kaffee. Good morning. Schwarzbach Trail gestern. Schwarzwald Trail. Schwarzwald-Trail. Wir sind hier im Schwarzwald. Ja, wir sind im Schwarzwald, klar, Schwarzwald-Trail. Logisch, macht voll Sinn. Sach Schwalden. Sasbach-Walden. Erwischt, du hast den Abo-Button nicht gedrückt. Dann mal los, ganz schnell jetzt. Und im Podcast kannst du auch mal rein.